Hallo, liebe Shisha-Freunde, ich stelle euch heute einen neuen Tabak vor. Wir rauchen heute in meiner 66er matt-schwarzen, matt-blauen Eni-Shisha. Im Hintergrund hört man, denke mal, einen Föhn und wahrscheinlich das Plätschern vom Aquarium. Hoffentlich nicht so schlimm. Ja, wir rauchen heute einen Start-Now-Tabak. Und zwar ist es der Start-Now-Fresh-Lemon-Icy. Das ist der dritte Versuch von dem Tabak. Innerhalb von 2 Monaten. Ich muss mal ein Stück nach hinten setzen. Immer war ich nicht zufrieden. Und ich muss sagen, ich kriege ihn jetzt nicht krass an. Hoffentlich wird das nicht so schlimm sein. Also ein bisschen kriege ich ihn schon an. Lassen wir uns sogar einfach mal überraschen. Wie gesagt, Start Now Fresh Lemon Icy ist einer, der letzte, den ich vorstelle aus dem Paket, was ich von Start Now damals bekommen habe. Da hatte ich ein Paket bekommen mit Blue Raspberry, mit Peach Mind, mit Pink Lemon, Pink Lemonade oder irgendwie so. Und jetzt Fresh Lemon Ice Tea. Ich verlinke euch mal da oben den Pink Lemonade. Ja, das ist der Tabak, so sieht er aus. Ich zeige euch mal ein Foto vom Design, finde ich eigentlich ganz cool. Das ist mit so einem Glas. Heißt halt, soll wie Eistee schmecken. Wir gehen mal auf den Geruch. Upsala, wir gehen mal auf den Geruch ein. Vom Geruch wie ein Eistee. Wirklich, also zitronenlastig extrem. Und er riecht wirklich wie ein Eistee. Also auf jeden Fall super fresh, die ganze Sache. Und gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also er riecht, also sagen wir mal, mittelmäßig gut. Schön fruchtig, schön fresh, wie der Tabak sagt. Ist auf jeden Fall kein schlechter Geruch. Warum ich heute mit Cap mache, und zwar heute ist der letzte Tag, der Tag vom Abflug. Und will erst mich morgen richtig fertig machen, wollte jetzt nicht extra noch meine Haare machen, bla bla, ihr wisst. Und ja, ist ja auch egal. Übrigens rauchen wir mit einem Ginny-Mundstück. Schönes Ding, ne? Und zwar, ich kriege ihn halt nicht wirklich an, habe ich schon erzählt. Heißt, vom Rauch ist es so lala. Muss man wahrscheinlich gleich nochmal anziehen. Boah, ich höre den Frosch schon mal. Ich habe wahrscheinlich schon dreimal gecuttet. Ist ja egal. Nee, Kohlen sind drauf. Wir ziehen einmal an. Okay, jetzt kommt er. Ich dachte, er kommt hier gar nicht mehr. Ja, was gibt es zu sagen? Ich muss sagen, vom Geschmack her, beim Rauchen ist er sehr lasch. Er ist ganz schön, also ich finde nicht extrem. Man merkt auf jeden Fall eine Zitrone. Es schmeckt auf jeden Fall gut, aber es ist nicht so extrem, wie man denken würde. Es gibt Zitronentabak, sind auf jeden Fall stärker. Aber er ist okay. Sagen wir mal, ist auch einer der neuen Start-Now-Sorten. Gibt es auch erstmal nur 200 Gramm, soweit mir bewusst ist. Schmeckt aber sehr mittelmäßig, also schmeckt wie Zitrone mit einer leichten Hintergrundnote, die an Eistee erinnert. Also es schmeckt nicht extrem wie ein Eistee, aber sagen wir mal, die an Eistee erinnert, finde ich, was ganz normal ist vom Rauch, wie wir auch sehen. Ganz normaler Standardrauch. Ich habe schon 2-3 Mal ein Video drüber gemacht, kann ich auch mal über erzählen. Im ersten Video, das hat mir nicht gefallen. Weil, keine Ahnung, es war irgendwie so verpeilt. Und in dem zweiten Video, das habe ich gemacht und dann habe ich es total vergessen, irgendwann mal zu rendern und so. Und okay, kannst du mir einfach nochmal neu aufnehmen. Nee, wie jetzt nochmal in der Shisha, muss ich auch sagen, es schmeckt ganz angenehm. Ist einer aber der Tabaks, die ich sau selten rauche. Weil klar, ich wusste, ich muss es nochmal vorstellen. Blue Raspberry und Pink Lemonade habe ich schon ewig aufgeraucht. Und sagen wir mal, der ist so ja, ein mittelmäßiger Tabak, den man mal rauchen kann. Ich habe jetzt auch bestimmt einen Monat nicht geraucht, 1,5. Muss aber sagen, der ist, ja, ist okay. Wie gesagt, ist kein überragender Tabak, aber er ist voll okay. Wie gesagt, ein gesundes Mittelmaß ist auf jeden Fall. Was sagt das Preisliche? Das Preisliche sagt uns hier auf der Dose, ich habe es mir diesmal nicht aufgeschrieben, 13,90 € für 200 Gramm kriegt man wieder in so einer schicken Dose. Ist auf jeden Fall cool, auch geil ist, muss ich sagen, das ist vielleicht ein Fehler an Start Now, also an manchen Dosen. Die Dosen sind zwar so schön, aber die hat es sogar auch. Das war sogar die Dose, und zwar, wie ihr seht, die kann man sehr schnell überdrehen. Irgendwann kommt halt der feste Punkt, aber die kann man sehr schnell überdrehen, was ich sehr schade finde. Ich denke mal, wenn es runterfällt, ja, sehen wir schon. Hier werden wir schon ein bisschen drücken. Und sofort der Deckel rausgeplatzt. Ist nicht ganz
Gestellt wird noch zu, ja. Ist jetzt nicht ganz so geil. Muss ich sagen, ist auch der erste Start-Nord-Tabak, wo die Büchse nicht richtig zugeht. Aber gut. Der Tabak ist noch nass, der Tabak ist noch feucht. Er ist noch rauchbar nach ungefähr 2 Monaten fast. Das ist voll okay, muss ich sagen. Also wie gesagt, mittelmäßiger Tabak. Ich würde ihn mal empfehlen für alle, die auf Zitrone stehen. Das ist auf jeden Fall mal ein Rauchwert, also ein Kaufwert. Ja, das war es eigentlich schon von der Review. Heute mal sehr kurz und knapp alles sehr kompakt gehalten. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, checkt den Link da oben. Den Tabak, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Freunde, bis dahin, macht's gut, gönnt euch eine schöne Pfeife und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Dulit, ne? Tschüss.